Heute Morgen ging es ja jetzt eher um theoretische Sachen, wie die neue Studie vom BSI. Jetzt gehen wir eher so zu den praktischen Aspekten von dem E-Pass über und schauen uns mal die Technik genauer an. Und zwar, welche biometrischen Merkmale sind da drin? Wie sehen die RFID-Technologie aus, die da drin ist? Und ihr habt auch noch die Chance, falls ihr zufällig einen neuen Pass dabei habt, den jetzt mal kurz abzugeben, weil wir wollen hier so ein paar Experimente damit auch noch machen. Wir lassen sie ganz. Ja, cool. Hier? Ja. Okay, da wird ein bisschen sorgfältiger um, das ist Staatseigentum. Das ist trotzdem Staatseigentum. Müsste man sich mal drüber Gedanken machen, warum. Okay, dann werde ich jetzt einfach mal anfangen. Der Vortrag jetzt wird sich mit dem E-Pass beschäftigen. Und zwar habe ich ihn übertitelt, beziehungsweise betitelt, der E-Pass, ein Feldtest. Und warum das so ist, wird wahrscheinlich hoffentlich im Laufe des Vortrags ein bisschen deutlicher. Der Inhalt ganz kurz erstmal so allgemein, was ist der E-Pass? Kurz ein bisschen Timeline zur Einführung. Dann komme ich zu den zwei Hauptkomponenten des neuen Passes, den RFID-Chip und der Biometrie. Und dann jeweils auf die Sicherheitsmechanismen bzw. Probleme und Gefahren. Und bei der Biometrie halt die Einzelkomponenten, die vermutlich in den E-Pass reinkommen, also Gesichtserkennung, Fingerabdruckerkennung. Und dann natürlich noch ein kurzes Fazit zum Schluss. Prinzipiell erstmal ist der neue Pass nichts anderes als der alte Pass. Ist halt ein aktuelles Passbuch. Zusätzlich sind aber in der Passdecke ein RFID-Chip gespeichert, auf dem die biometrischen Daten und verschiedene Schlüssel hinterlegt sind. Interessanterweise ist der Passdeckel auch deutlich flexibler als beim alten. Das ist irgendwie, also ich habe jetzt auch gerade das zweite Mal erst so ein Pass in der Hand. Und ich weiß nicht, wie sich das auf die Haltbarkeit des Chips da drin auswirkt. Aber Tests wurden nicht gemacht leider bis jetzt. Okay, erstmal zu Beginn so die offiziellen Gründe der Einführung. Das ist einmal so, was unser ehemaliger Herr Innenminister von sich gegeben hat und was halt so allgemein in der Presse zu dem Thema kursierte. Und zwar sollen die zusätzlichen Features wie RFID und Biometrie halt die Passfälschung verhindern bzw. verringern. Es soll ganz klar der Zusammenhang zwischen dem Besitzer des Dokuments und dem Inhaber vollzogen werden können. Effektivierung der Grenzkontrollen ist angestrebt, also halt eine computergestützte Verifikation. Und interessanterweise auch eine Unterstützung der Personenfahndung. Warum die meisten Sachen davon nachher gar nicht wirklich mit dem E-Pass funktionieren, werden wir nachher sehen. Nur mal ganz kurz, dass ihr mal kurz drüber lesen könnt, die Timeline der Einführung. Also es hat eigentlich nach den 11. September, Terroranschlägen mit dem Terrorismusbekämpfungsgesetz oder dem sogenannten Otto-Katalog begonnen, wo halt so die ganzen feuchten Träume des Innenministers, die er schon immer ausleben wollte, dann irgendwie plötzlich aus der Schublade kamen. Am 26.10.04 war so der erste Schritt, wo irgendwie Biometrie in der öffentlichen Passkontrolle eingesetzt wurde, bei den Reisen in die USA. Dann haben wir erstmal die zwei Sachen mit dem EU-Parlament und dem EU-Rat. Dazu muss gesagt werden, dass das EU-Parlament, was ja eigentlich noch so einen gewissen Anschein von Demokratie auf europäischer Ebene hat, in dem Fall, also man kann einfach sagen, nur gezwungen, also beziehungsweise genötigt wurde, die Sache durchzuwinken. Also das Statement dazu von den Innenministern der EU war, entweder ihr winkt es jetzt durch oder ihr werdet später an Entscheidungen an innenpolitischen Entscheidungen nicht mehr zur Rate gezogen. Also muss man sich einfach mal Gedanken machen, wie das demokratische System da in Europa gerade ziemlich daneben läuft. Nach den EU-Entscheidungen kamen noch die obligatorischen Entscheidungen dann im deutschen Kabinett bzw. Parlament. Und ab dem 1.11., also jetzt gut seit zwei Monaten, knapp seit zwei Monaten, gibt es die ersten E-Pässe.
Ich glaube, so Mitte November wurde der erste offiziell ausgegeben, wovon wir leider nichts gewusst hätten, sonst hätten wir bestimmt eine schöne PR-Aktion draus machen können. Und ab 2007, also erstmal ab März 2007, wird halt zusätzlich zu dem jetzt nur gespeicherten Gesichtsbild auch noch Fingerabdrücke gespeichert. Das ist auch schon soweit durch und genehmigt und beschlossen. Und ebenfalls 2007 wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein RFID-Chip und Biometrie auch in den Personalausweis, in den deutschen Personalausweis eingeführt werden. Okay, kommen wir jetzt erstmal zu dem ersten Teil, also zu der RFID in dem E-Pass. Das sind jetzt so ein paar technische Details, ich hoffe, das ist nicht zu langweilig. Das ist ein ISO 14443-Chip, der auf einer Frequenz von 13,56 MHz arbeitet. Und ist eine sogenannte Proximity Card, was laut Spezifikationen normalerweise eine Reichweite von 10 cm bedeutet. Allerdings kann man sowohl durch Aufdrehen der Leistung als auch durch anderen Sachen die Reichweite enorm erhöhen. Bis zu welchen Werten werde ich nachher noch zukommen. Der Pass selber, also der RFID-Chip in dem Pass beinhaltet einen kryptografischen Koprozessor, um halt die ganzen Verschlüsselungs- und Signier-Algorithmen zu bearbeiten. Und derzeit sind zwei Chips im Gespräch bzw. auf dem Markt. Das ist einmal von Infineon und einmal von Philips. Interessant hierbei ist, dass diese beiden Firmen ca. 70% des weltweiten Marktanteils für diese Chips haben. Also halt wirklich relativ monopolistisch zu sehen. Ja, welche Daten sind prinzipiell auf diesem RFID-Chip gespeichert? Da muss man erstmal unterscheiden in die verpflichtenden und in die optionalen Gruppen. Also erstmal prinzipiell, die Daten sind auf diesem Chip in Datengruppen, also sind in Datengruppen gespeichert. Und Datengruppe 1 und Datengruppe 2 sind die beiden verpflichtenden Daten. Und in der Datengruppe 1 ist der Inhalt der maschinenlesbaren Zone. Also wer halt irgendwie einen Pass oder einen Ausweis hat, das ist halt der untere Teil, diese beiden Linien, die halt mit diesen ganzen Größer-Kleiner-Zeichen bestückt sind. Und dort sind halt so Sachen wie Name, der Staat und wichtiger für die spätere Kryptografie, die Pass-ID, das Geburtsdatum und das Ablaufdatum gespeichert. Und in der Datengruppe 2 ist jetzt erstmal das Gesichtsbild. Das ist halt so das, was man halt derzeit in diesem Pass findet. Ab März 2007 wird in die Datengruppe 3 mit den Fingerbildern beschrieben und geplant oder beziehungsweise schon in den Schubfächern wiederum sind die Pläne für die Irisbilder, die dann noch zusätzlich als drittes Merkmal mitgespeichert werden sollen. Interessant noch, in Datengruppe 15 ist der Public Key für die Active Authentication, da komme ich gleich nochmal ein bisschen genauer zu. Sicherheitsmechanismen, also prinzipiell muss dazu gesagt werden, dass der Pass selber schon einen relativ hohen Standard an Sicherheit bietet, also sei es halt die Verschlüsselung bzw. die Signatur. Es war nicht immer so geplant und da muss man einfach mal dem BSI ein Lob aussprechen, die sich halt dort in den zuständigen Gremien sehr viel eingesetzt haben, dass halt die Daten da nicht wirklich total unverschlüsselt gespeichert und übertragen werden. Prinzipiell hat man erstmal eine zufällig generierte RFID, also eine RFID, Chip-ID. Die Chip-ID dient zur Antikollusion. Und warum sie halt, also normalerweise bei allen anderen RFID-Chips ist die halt fest während des Herstellungsprozesses wird die halt fest eingebrannt in den Chip. Dann sind sie auf den Gedanken gekommen, dass das ja ein ziemlich eindeutiges Merkmal ist, was man halt auch von Pass zu Person dann relativ gut tracken kann. Und da kam halt so die Idee auf, dass es ja eigentlich nicht so toll ist. Deswegen werden jetzt die Chip-IDs randomisiert. Das heißt, es gibt halt einen Zufallsgenerator auf der Karte und bei jedem Auslesevorgang hat der RFID-Chip, beziehungsweise der Pass halt eine andere Chip-ID. Das nächste ist die passive Authentifikation. Die ist nur dafür da, um die Integrität der Daten zu schützen.
Und weiterhin verpflichtend für den deutschen Pass ist Basic Access Control. Was das im Einzelnen bedeutet, kommen wir später noch dazu. Bis jetzt optional sind die aktive Authentifikation und die Extended Access Control, wobei spätestens mit der Einführung der Fingerabdrücke auch die Extended Access Control dann verpflichtend wird. Okay, jetzt mal zu den Einzelheiten. Man hat einmal die passive Authentifikation, wie schon gesagt, um die Authentizität und Integrität der gespeicherten Daten zu schützen. Das ist halt einfach Signaturalgorithmus. Und die möglichen verwendeten Algorithmen sind RSA, DSA bzw. ECDSA, also Elliptic Curve DSA. In Deutschland hat man sich dazu entschlossen, diesen Elliptic Curve DSA zu benutzen. Inwieweit der sicher ist, ist halt noch nicht so ganz klar. Gibt es unterschiedliche Expertenmeinungen. Aber wenn da jemand vielleicht nachher noch eine Anmerkung zu hat, gibt es nachher auch ein Mikrofon. Was halt benötigt wird, um diese kryptografischen Verfahren zu benutzen, ist eine global interoperable PKI, also eine Public Key Infrastructure. Zu dem Problem von PKIs haben wir vorhin in dem Vortrag zum BOP2 schon mal kurz was gesagt. Also jeder, der in einer Firma arbeitet, wo halt auch nur PKIs mit ein paar hundert beziehungsweise ein paar tausend Leuten gemacht wird, ein paar hundert Leuten, also da ist man schon sehr vorsichtig zu sagen, das wird irgendwie alles super funktionieren. Und das im weltweiten Maßstab zu sehen, halte ich für sehr kritisch. Also ich gehe davon aus, dass da noch einige Probleme auf uns zukommen werden. Prinzipiell ist das ein mehrstufiges Verfahren. Und zwar gibt es ein Country-Signing-CA, was in Deutschland das BSI ist. Und da halt nicht mit diesem einen Schlüssel alle weiteren Pässe signiert werden müssen, sondern halt, dass man ein bisschen abgestuft machen kann, signiert diese Country-Signing-CA nur den Public-Key des Document-Signers. Der Country-Signing-Key ist 256-Bit ECDSA und der des Document-Signers, was in dem Fall die Bundesdruckerei sein wird, sind 224-Bit ECDSA. Mit diesem Document-Signer-Key werden dann halt die hergestellten Pässe signiert. Eine Besonderheit ist dabei noch, dass die Schlüssel regelmäßig ausgetauscht werden. Einfach aus dem Grund, dass man verhindern will, dass falls mal doch ein Schlüssel liegen sollte, also öffentlich werden sollte, dass halt nicht sofort alle Pässe ungültig werden, beziehungsweise die Authentizität nicht mehr nachgeprüft werden kann. Und dass man halt so nur einem gewissen Maß an Pässen nicht mehr vertrauen kann, beziehungsweise sie austauschen muss. Die zeitlichen Abfolgen sind 3 Monate für den Document Signer Key und 3 bis 5 Jahre für die Country Signing CA Keys. Die Passive Authentication schützt ja nur, also sagt ja nur, dass die Daten authentisch sind, aber verhindert natürlich nicht das Cloning. Für einen Klonschutz ist die aktive Authentifikation zuständig. Auch hier gibt es wieder ein Public-Private-Key-Verfahren und hier kommt zur Anwendung ein 1024-Bit RSA-Key. Der Sinn bei der Sache ist halt, dass der Private Key zwar auf dem Chip gespeichert ist, aber halt nicht auslesbar ist und deswegen halt man einfach diesen Chip nicht mehr klonen kann, also nicht 1:1 Kopie anfertigen kann. Die Basic Access Control schützt die weniger sensitiven Daten vor unautorisierten Auslesen, also das Gesichtsbild und die Daten der MRZ. Warum sie weniger sensitiv sind, ist halt relativ eindeutig. Gesichtsbild hinterlässt man halt überall, trägt man halt mit sich rum. Und die Daten der MRZ sind halt auf dem Ausweis gespeichert, also wie jetzt auch schon. Und es kommt ja nicht selten vor, dass man irgendwie mal eine Kopie vom Ausweis abgeben muss, beziehungsweise die Daten der MRZ zur Authentifizierung irgendwie im Netz oder zur Altersverifikation oder sowas verwendet werden. Das heißt, die beiden Daten halt wirklich weniger sensitiv. Die Daten, die damit geschützt sind, beinhalten auch gleich wieder
also der Schlüssel, der die Daten schützt, ist auch gleichzeitig drauf gespeichert. Speziell heißt es, dass die Schlüsselgenerierung sich aus den prüfsumgesicherten Teilen der MRZ zusammensetzt und das ist halt die untere Zeile. Also da steht drin, die Pass-ID von den 9 Stellen sind die ersten 4 Stellen des Ausstellungspassbehörde, also eine Nummer der Ausstellungspassbehörde. Die Daten sind öffentlich im Netz zu finden. Und nochmal 5 Digits, einfach eine Nummer, die vermutlich fortlaufend ist. Sie ist fortlaufend, okay. Das heißt, wenn man zu jedem Meldeamt ein Pass und ein dazugehöriges Datum hat, kann man die Pass-ID relativ gut raten. Zusätzlich sind noch das Geburtsdatum und das Ablaufdatum gespeichert und das sind jeweils 100 mal 365 Tage beziehungsweise 10 mal 365 Tage, weil halt das Ablaufdatum 10 Jahre ist. Daraus ergibt sich eine maximale Schlüssellänge von 56 Bit, was unter Kryptografen als schwacher Schlüssel bezeichnet wird. Dass das alles noch viel schwächer ist, werde ich gleich noch zu kommen. Falls irgendwelche Fragen sind, irgendwie einfach mal melden und dann gibt es hier Engel, die euch das Mikrofon bringen werden. Genau, wie funktioniert die Basic Access Control jetzt im Allgemeinen? Man hat den Chip, der wird halt auf einen Laser. Auf so einen schicken, blau blinkenden Laser gehalten. Und in dem Fall wird vorher, beziehungsweise ist ein anderer Typ oder noch mal ein Scanner obendrauf, der die Daten der maschinensichtbaren Zone optisch ausliest, also halt einfach ein Foto davon macht, dann eine OCR-Software drüber laufen lässt und somit praktisch die Daten der maschinensichtbaren Zone in digital zur Verfügung hat. Der eigentliche Verschlüsselungsvorgang beginnt damit, dass sich der RFID-Chip eine Zufallszahl generiert und die Hälfte die erste Schlüsselhälfte, also die Schlüsselhälfte vom Chip, einmal an das Lesegerät überträgt. Das Lesegerät nimmt die Daten so, fügt nochmal eine eigene Zufallszahl hinzu und die zweite Schlüsselhälfte, also K-Reader in dem Fall, verschlüsselt die ganzen Sachen. Das heißt, in dem jetzt verschlüsselten Datenblock ist die Schlüsselhälfte vom Leser, die Schlüsselhälfte vom Leser, die Zufallszahl vom Chip und vom Leser beinhaltet das Chiffrat. Der Chip wiederum entschlüsselt dann dieses Chiffrat und kontrolliert, ob die Zufallszahl, die jetzt übertragen wird, identisch ist mit der, die er vorhin generiert hat. Verschlüsselt wiederum das Gleiche, aber halt zusätzlich mit der Chip, mit der zweiten Chip-Hälfte, also die Schlüsselhälfte, die der Chip liefert, und übertragt das Ganze wieder verschlüsselt zum Lesegerät. Und auch hier passiert das Gleiche, der Leser überprüft, ob die gewählte Zufallszahl identisch sind. Wenn das der Fall ist, kann man sicher sein, dass die Kommunikation einwandfrei funktioniert hat und dass halt jeder jetzt die zwei Schlüsselhälften vom Chip bzw. vom Lesegerät zur Verfügung hat. Und daraus setzt sich dann der Session Key zusammen. Das ist in unserem Fall ein 112-Bit Triple-Desk-Schlüssel. Die Dauer dieses gesamten Vorgangs wird mit 5 Sekunden angegeben. Warum so lang? Weil da einfach mal nicht besonders viele Daten über die Schnittstelle rübergehen können und weil der kryptografische Koprozessor halt nicht besonders schnell ist in dem Chip. Die Extended Access Control wird später für die sensitiveren Daten eingesetzt, sprich also Fingerabdruck und Iriserkennung. Auch hier wieder nötig eine Public Key Infrastructure.
Das Besondere ist, dass das Ausstellerland, also das Land, was die Pässe herstellt, über die Leseberechtigung dieser beiden Merkmale selbst entscheidet. Das heißt, es kann sagen, mit welchem Land es die Schlüssel austauschen will und wer dann jetzt Zugriff auf diese sensitiven Daten hat. Was auf jeden Fall noch nicht beachtet worden ist, was denn passiert, wenn wir jetzt plötzlich mit der USA in den Krieg treten und wie da die ganzen Schlüssel zurückgezogen werden können, ist nicht vorgesehen. Also für 3 Monate können Sie halt weiterhin die Daten auslesen. Der ganze Vorgang dauert ca. 10 Sekunden. Sind relativ viele Probleme mit der RFID-Technik selber und auch mit der verwendeten Kryptographie. Da ist als wichtigsten Punkt einmal ganz klar die Lebensdauer des Chips anzubringen. Die Bundesregierung war der Meinung, dass sie diesen Pass jetzt weiterhin 10 Jahre gültig haben will. Die Vorgaben der ICAO sind da sehr eindeutig und sie sprechen davon, dass es, also sie sagen nicht auf keinen Fall, aber sie schlagen vor, das nach Möglichkeit nur 5 Jahre gültig sein zu lassen. Und zwar einfach aus dem Grund, dass kein Hersteller von diesen RFID-Chips Garantie übernehmen wird, dass die Chips 10 Jahre halten. Also sie übernehmen meines Wissens nicht mal Garantie dafür, dass sie 5 Jahre halten. Und so ein paar Tests mit RFID-Chips sagen, dass man so durchaus auch mal nur 2 bis 3 Jahre Haltbarkeit voraussetzen kann. Also es ist halt nicht, dass man explizit versucht, diesen Chip kaputt zu machen, sondern einfach bei normaler Benutzung, wenn man jetzt den Pass sich in die Hosentasche steckt, also halt gerade so biegen, ist halt da nicht besonders zuträglich. Ich ging derzeit davon aus, dass das größte Problem an der Schwachstelle zwischen Antenne und dem RFID-Chip selber ist. Wobei ich vorhin nach dem Vortrag mit jemandem geredet habe, der die Spulen an die Chips montiert oder beziehungsweise eine Maschine gefertigt hat oder mitdesignt hat, die Spulen an die Chips befestigt. Und der meinte, bei ihren Tests sind diese Verbindungen eigentlich schon relativ gut. Dort ist eher der Spulendraht gerissen. So viel zur Haltbarkeit durch mechanische Belastung, was halt noch gar nicht wirklich weitergeprüft wurde, sind so thermische Belastung. Also es gab die Studie in Holland, die halt sagte, dass 84% der Chips, die sie dort getestet haben, also sie haben halt thermische Belastungstests durchgeführt und 84% wiesen halt Haarrisse auf. Das ist halt so die Vorstufe zu einem Defekt. Und 84% ist natürlich schon eine ganz schön enorme Zahl. Weiterhin, also es gibt nicht nur die hardware-technischen Probleme, sondern auch die software-technischen Probleme. Hier genau das Gleiche, die Krypto-Impass soll, also alle Krypto-Algorithmen sollen halt 10 Jahre gültig sein. Also prinzipiell erstmal so eine Aussage zu treffen, Krypto-Algorithmen sind eine Zeit von N Jahren gültig, ist schon mal sehr gewagt, weil einfach die technische Entwicklung halt dermaßen schnell fortschreitet, dass man irgendwie eigentlich so eine Aussage nicht treffen kann und irgendwie Quantencomputer, irgendwann kommen sie ja wahrscheinlich mal und Parallelisierbarkeit von solchen Rechneroperationen ist eigentlich auch kein großes Problem. Es gibt das Internet, viele tausend Millionen Rechner. Das heißt, prinzipiell ist so ein Spruch mit Vorsicht zu genießen und selbst das Signaturgesetz der Bundesregierung sagt eigentlich aus, dass die kryptografischen Algorithmen nur eine Haltbarkeit von 5 Jahren haben dürfen. Warum sie jetzt den Pass weiterhin 10 Jahre gültig, also ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Zusatzentscheidungen gab, aber meine letzten Informationen sind, dass halt sich das Passgesetz derzeit mit dem Signaturgesetz beißt. Nicht? Okay, können wir vielleicht danach nochmal drauf eingehen. Ja, prinzipiell auch das Problem, dass der Schlüssel, also die maschinenlesbare Zone, halt nicht wechselbar ist. Das heißt, wenn man einmal an diesen MAZ gekommen ist, kann man halt immer wieder die Daten auslesen. Und man muss nicht mal an den Chip selber kommen, sondern, wie ich nachher gleich noch sagen würde, gibt es auch Möglichkeit, diese maschinenlesbare Zone zu bruteforcen, also den Inhalt.
Prinzipiell hätten Sie sich dort einfach was ausdenken können. Sie hätten einfach die MRZ länger machen können. Also es wäre kein Problem gewesen, die Pass-ID auf 20 Stellen oder auf 30 Stellen hochzuschrauben und damit dieses Problem der Brute Force-Attacken, auf die ich gleich kommen werde, einfach auszuschließen, beziehungsweise deutlich zu erschweren. Zum unerlaubten Auslesen des RFID-Chips. Prinzipiell gibt es die Möglichkeit, sowohl ein aktives Abhören über längeren Distanzen als nach der Spec, als auch ein passives Abhören durchzuführen. Für aktives Abhören wird eine Reichweite von bis zu 10 Meter angegeben vom BSI. Das heißt, also aktives Abhören erstmal prinzipiell ist, dass man dem Chip selber Energie zuführt und praktisch, also man das Lesegerät emuliert, wohingegen das passive Abhören so ist, dass man den Leser, also eine berechtigte Auslesung von Chip und einem berechtigten Leser einfach nur aus einer weiteren Entfernung mit einer Antenne passiv belauscht. Das ist unter Realbedingungen wohl schon bis zu 30 Meter möglich. In Laborbedingungen war sogar schon mal die Rede von bis zu 50 Meter. Also halt ist es nicht so, dass man wirklich, wenn man an die Passdaten ran will, mit dem Lesegerät an die Tasche des Vordermanns rangehen muss, sondern das sind halt Entfernungen. Also ich könnte halt bis da drüben auch noch den Pass auslesen. Also sollte ja eigentlich kein Problem sein, wenn man passiv Daten abhört, weil ja die Daten auf der Luftschnittstelle verschlüsselt sind. Aber wie schon gesagt, der Schlüssel selber ist halt nur die maschinensperre Zone und wenn man sie nicht schon komplett von irgendeiner Hotelanmeldung oder wie auch immer sich mal beschafft hat, gibt es auch noch die Möglichkeit, diese BAC-Verschlüsselung also Basic Access Control-Verschlüsselung zu brechen. Der erste Schritt ist einfach mal den Schlüsselraum zu reduzieren. Also was ich ja vorhin schon gesagt habe, der Schlüsselraum selber besteht aus der Pass-ID, dem Geburtsdatum und dem Ablaufdatum. Die Pass-ID kann man relativ gut einschränken, wenn man weiß, wo der Pass ausgestellt wurde. Das heißt, dann schränkt man sie von 10 hoch 4 schon mal auf 1 ein. 10 hoch 3 auf 1. Die Pass-ID mit 5 Stellen kann man halt auch relativ gut einschränken, wenn man weiß, dass in diesem Meldeamt gerade die vergebene Pass-ID in dem und dem Bereich ist. Das heißt, man kann sie auf, sagen wir, statt 10 hoch 5, also statt auf 5 Stellen, auf, sagen wir, 3 Stellen einschränken. Geburtsdatum ist halt relativ gut zu raten. Also wenn man halt so eine Person sieht, kann man das, denke ich mal, statt 100 Jahre auf so 10 bis 15 Jahre relativ gut einschränken. Und das Ablaufdatum, es sind halt eh nur 10 mal 365, das ist halt eh nicht der große Teil dieser Entropie, aber auch ein Ablaufdatum hat halt gerade bei den neu ausgestellten Chips passend das Problem, dass halt jetzt ist das Ablaufdatum halt in 10 Jahren. Also alles, was jetzt ausgegeben wird, kann man dieses Ablaufdatum nochmal massiv einschränken. Sondern und Sonntags werden keine Pässe ausgestellt, dann Feiertagen werden keine Pässe ausgestellt. Und also da gibt es halt noch eine Menge Einschränkungsmöglichkeiten. Weiterhin kann man diese kryptografischen Algorithmen sehr gut parallelisieren. Also prinzipiell erstmal Bootforcen heißt dann in dem Fall, man hat den restlich verbleibenden Schlüsselraum und versucht halt einfach alle möglichen Key-Kombinationen durch, bis man halt irgendwann die unverschlüsselten Daten erhält. Normalerweise dauert es laut Aussagen des BSI, was haben Sie jetzt gesagt? Gar nicht mehr im Kopf. 100 Jahre, genau. 100 Jahre waren es mit halt einem Standard-PC. Das ist halt die Annahme, dass man den Schlüsselraum noch nicht reduziert hat. Wenn man ihn reduziert, ist man wahrscheinlich schon bei ein paar Wochen, maximal einen Monat. Und dann kann man halt diesen Vorgang auch noch wunderbar parallelisieren. Das heißt, man nimmt sich einfach dann 1000 Rechner und ist halt nur noch beim Tausendstel Monat, also halt ein paar Stunden. Warum ist denn das alles so problematisch? Problematisch ist, wenn man halt wirklich von passiv, das heißt, man stellt sich an einen Flughafen, wo halt so ein Pass ausgelesen wird,
rechnet sich zu Hause in kürzester Zeit die MRZ aus und hat mit der MRZ praktisch die Möglichkeit, einen Pass überall wiederzufinden. Problematisch ist das einfach, weil man halt dann sehr schön eine Bombe bauen kann, die halt auf einen Pass matcht. Das heißt, man muss halt irgendwie nicht mehr daneben sitzen und den Auslöser drücken, sondern man macht halt irgendwie eine kleine Logik dran und der Pass, die Bombe geht halt genau dann hoch, wenn genau dieser eine Pass durchgeht. Ist doch irgendwie nichts Besseres, wünschen sich die Terroristen. Okay, wie kann man sich denn dagegen schützen? Prinzipiell gibt es halt mehrere Möglichkeiten und die einfachste und unkomplizierteste ist erstmal das Auslesen zu verhindern. RFID ist halt Energieübertragung über die Luftschnittstelle und wie wir alle wissen, kann man so eine Energie relativ gut absorbieren, indem man halt einfach metallische Leiter in die Nähe dieses Feldes bringt. Man muss den Pass nicht mehr umwickeln, es reicht irgendwie auch schon, wenn man einfach nur ein Stück Alufolie irgendwo in den Pass reinlegt und schon kann er halt nicht mehr ausgelesen werden. Angedacht war mal ehemals, die Passhülle selber mit Aluminium einzukleiden, beziehungsweise ein Aluminiumgeflecht oder ein Kupfergeflecht einzubringen, um halt bei geschlossenen Pass das Auslesen zu verhindern. Warum das nicht umgesetzt wurde, wahrscheinlich haben sie da wieder einen halben Euro gespart oder sowas. Es wäre halt echt ein schönes Sicherheitsfeature gewesen, Privacy-Feature gewesen. Aber jetzt muss es halt irgendwie jeder selber machen. Was man natürlich noch machen kann, was halt sich noch besser verstecken lässt, ist einfach, man bringt in diesen Pass mehrere andere RFID-Chips ein, die halt auf derselben Frequenz, auf demselben Standard arbeiten. Diese Chips sind halt irgendwie ein Quadratmillimeter groß oder noch kleiner, halt also nichts, was man sehen kann. Und wenn man sich da zwei, drei raufklebt, dann wird jedes Lesegerät einfach mal zu Problemen kommen. Das ist wahr, okay, stimmt, plus Antenne. Genau, also es war halt ehemals auch angedacht, Visa auf diese Technik, da hinten ist dann gleich mal eine Frage, Visa auf diese Technik, also die Visa mit dieser Technik zu benutzen, aber sie sind halt davon abgerückt, weil halt genau das Problem besteht, dass halt zusätzliche Visa-Aufkleber auf RFID-Basis den eigentlichen Auslesevorgang stark behindern. Jo, was würde passieren, wenn du jetzt 5 Stück von den Pässen aufeinander legst? Kann das Lesegerät die dann trennen und sagt, das sind 5 Stück, das sind die? Das kommt darauf an, wie dicht man sie zusammenlegt. Also man kann halt keine definierte Aussage treffen, ab wann es nicht mehr geht, aber ab einer gewissen Anzahl wird es auf jeden Fall Probleme geben. Aha. Die zweite Frage wäre, könnte jemand ein Ding bauen, das die ganz still und leise zerstört, dass man einfach... Warte einfach noch 2 Sekunden. Warte einfach noch 2 Sekunden. Die dritte Möglichkeit, einfach den gesamten Lesevorgang zu stören, also halt nicht nur seinen eigenen Chip zu sichern, sondern die Privacy von allen E-Pass-Benutzern zu schützen, ist, einen Störsender neben ein Lesegerät zu platzieren. Das heißt einfach einen Sender, der halt auf dieser Frequenz Energie aussendet und damit halt den Auslesevorgang behindert. Wenn man die Energie dabei groß genug macht, hat man den schönen Nebeneffekt, dass der Chip einfach dabei kaputt gehen wird. Das ist halt hier so der Teil Schweißtrafo. Es gibt interessanterweise Schweißtrafos, die halt genau auf der Frequenz 13,56 MHz arbeiten. Also das BSI wurde mehrfach unterrichtet, dass es eine ganz schlechte Idee ist, diese Frequenz zu verwenden, weil da gibt es halt einfach mal Leuchtstoffröhrentester auch 13,56 MHz. Das ist einfach ein freies Frequenzband und da gibt es so viele technische Geräte, die hochenergetisch dort Felder produzieren können, dass es einfach mal eine ziemlich schlechte Idee ist, diese Frequenz zu benutzen. Eine weitere Möglichkeit, diesen Chip zu zerstören, ist einfach eine Mikrowelle. Also man trägt einfach genug Energie ein, um den Chip kaputt zu machen. Der explodiert dann. Also ich habe so einen Test schon mal gemacht, allerdings mit halt einer normalen Smartcard. Und 10 Sekunden bei 90 Watt war ausreichend, beziehungsweise halt schon zu viel. Also man hat dann so eine schicke kleine Brandblase gehabt. Also es war nicht zu sehen, dass dort irgendwie Verbrennungen stattgefunden haben, aber es war halt, dadurch, dass sich der Chip halt extrem ausgedehnt hat, so ein Huckel zu sehen. Was ich ja eigentlich noch machen wollte, und wenn ich irgendwo noch eine Mikrowelle auftreibe, gibt es irgendwie wahrscheinlich ab morgen oder so unten im Foyer noch eine
bitte tut eure Pässe nicht in die Nähe dieser Mikrowelle-Station. Also, nein, also eigentlich ist es ja bloß, um Speisen warm zu machen. Also bloß nicht. Eine andere Möglichkeit, warum ich irgendwie mich über die Flexibilität der Passhülle etwas gewundert habe, ist einfach das Problem des Abtrennens der Antenne. Das heißt, mit vielen Knickbewegungen kann man wahrscheinlich die Antenne einfach mal dann vom Chip trennen und somit unbrauchbar machen. Okay. Wenn du was willst, nimm dir bitte ein Mikro. Außerdem muss ich gleich mal noch ein bisschen hetzen. Die Biometrie, prinzipiell halt derzeit noch nicht eingesetzt, also es wird halt derzeit nur das Biometrie, also das Gesichtsbild gespeichert. Alle biometrischen Anwendungen haben sie klugerweise auf später verlegt, weil halt einfach abzusehen war, wenn sie jetzt das Komplettprogramm machen, dann gibt es irgendwie noch deutlich mehr Chaos als jetzt schon. Hier nur ganz allgemein, derzeit wird halt ein zweidimensionales Bild, ein Frontalfoto gewünscht. In Zukunft mit Sicherheit eine 3D-Gesichtserkennung. Also, dass die 2D-Gesichtserkennung nicht funktioniert, werden wir nachher oder beziehungsweise morgen noch genauer uns angucken. Was mit der 3D-Verfahren dann passiert, da bin ich dann schon etwas skeptischer. Also, denen rechne ich durchaus halbwegs gute Chancen zu. Die Auswertealgorithmen, die verwendet werden hier, ist die sogenannte Gesichtsmetrik. Das heißt, es werden einfach sehr markante Punkte im Gesicht genommen, also halt so Augen, Nase, Kinn. Und der Abstand bzw. die Position zueinander gespeichert. Eine andere Möglichkeit, die aber nicht zum Einsatz kommt, ist das sogenannte Eigenface. Ist halt dem Phantombild sehr ähnlich, also der Technik des Phantombilds. Okay, die Bundesdruckerei hat seit 1. November ja diesen tollen E-Pass und seitdem hat sich mit dem Foto einiges getan. Vorher mussten wir immer schön Halbprofilfotos abgeben, weil man da ja das Ohr sehen kann, was ein wichtiges Merkmal für die Grenzbeamten war, um Leute zu identifizieren. Das ist jetzt im Normalfall nicht mehr zu sehen. Dafür hat man sehr, sehr viele Einschränkungen, was das Gesicht betrifft. Also prinzipiell erstmal, das Gesicht muss zentrisch sein, darf nur eine gewisse Größe haben und muss halt vom Kinn bis zum Haaransatz zu sehen sein. Der Kontrast ist sehr wichtig, also es darf weder zu hell noch zu dunkel sein, das Bild. Es muss gleichmäßig ausgeleuchtet sein, das heißt kein Schattenwurf, wie halt hier bei dem netten Herrn. Und der Hintergrund muss halt einfarbig hell im Kontrast zum Gesicht und darf keine Muster und Schatten aufweisen. Das heißt, wenn man heutzutage zu einem Fotohändler geht, dann muss der halt sowohl für für dunkle Gesichtsfarbe als auch für helle Gesichtsfarbe unterschiedliche Hintergründe zur Verfügung haben. Die zweite Folie ist eigentlich noch viel schöner. Also es ist halt so, wer auch immer diese Mustertafel entworfen hat, der hatte wahrscheinlich echt viel Spaß gehabt. Und die Fotomodelle garantiert auch, also ich meine einfach, was sie denen dafür Drogen gegeben haben, ich will es gar nicht wissen. Also was halt nötig ist, ist ein neutraler Gesichtsausdruck mit geschlossenem Mund. Für manche mag das halt kein Problem sein. Ich halte das halt für einen ziemlich problematischen Fall, dass man halt einfach nicht mehr grinsen kann, wenn man gezwungen wird, ein Dokument des Staates zu beantragen. Also es ist halt einfach so eine Einstellung gegenüber dem Staat, der halt hier schon in eine Richtung ziemlich stark gebracht wird. Wichtig ist noch die Kopfhaltung, also die Augen müssen natürlich offen sein, Haare dürfen nicht ins Gesicht hängen, Kopf darf nicht geneigt sein und halt alles, was irgendwie das Gesicht verdeckt, ist halt nicht erlaubt. Also sei es halt Sonnenbrillen, reflektierende Brillen oder die bekannten Brillen mit schwarzen Rändern, wie vorhin in der Studie schon mal angesprochen. Genauso wenig wie Basecaps, hier Kopftücher und so weiter.
Ob der Fall hier wirklich, also der Fall und der Fall hier oben wirklich so durchkommen würden, mag ich mal echt zu bezweifeln. Also die Haare hängen halt schon wirklich sehr tief ins Gesicht. Also ich glaube nicht, dass die beiden Spaß auf dem Meldeamt haben werden. Wenn ich jetzt rasiert bin, wenn ich mir das den Ausweis beantragen lasse, dann muss ich mich dann zwingen, mich immer zu rasieren? Oder? Wenn du willst, dass du erkannt wirst, ja. Okay. Also komme ich auch gleich nochmal ein bisschen zu. Hallo? Ja. Wenn ich das richtig gehört habe, wolltet ihr doch auch ein RFID-Chip zerstören? Nein. Weil einfach in der Mikrowelle gefragt wurde, wir haben auch mal ein Gerät dafür entwickelt, das ist in eine Einwegkamera eingebaut. Okay. Steht im Wiki. Okay, wo sitzt ihr? Momentan da hinten. Und, ja, sehr schön, dann werde ich nachher auf jeden Fall mal vorbeikommen. Ja? Deck von 74. Okay. So klären sich Sachen von ganz alleine. Also kommt bloß nicht mit eurem neuen E-Pass in die Nähe von seinem schicken Gerät zur was auch immer. die Fingerabdruckerkennung, auch hier nur ganz schnell, es gibt halt unterschiedliche Verfahren der Aufnahme. Kapazitiv ist halt so das Billig-Ding, was halt derzeit überall drin ist eigentlich, hat aber auch eine relativ geringe Auflösung. Deswegen sind halt für alle Passanwendungen optische Geräte im Einsatz. Es gibt dann auch noch die Ultraschalltechnik, der ich persönlich relativ viel zutraue, aber es gibt halt noch kein wirkliches Produkt auf dem Markt. Auch hier wieder die Algorithmen, die man verwenden kann, ist einmal musterbasiert, also wo halt einfach nur geguckt wird, sind da halt irgendwie hier Bögen oder wie auch immer die Fingerlinien verlaufen. Hier für den E-Pass wird dann später die minutienbasierte Technik eingesetzt. Minutien sind Endungen bzw. Verzweigungen in den Fingerlinien und dann wird halt einfach auch die Position und die Ausrichtung dieser Minutien gespeichert. In Zukunft, wenn die Sensoren hochauflösend genug sind, kann man auch die Position der Schweißporen eventuell benutzen. Ich wollte kurz was sagen zu den Hallo hier. Ja. Zu den Fotos. Man kann diese Fotos auch selber machen und ihr wisst alle und dann quasi ausdrucken lassen, zum Beispiel von Müller.de oder sonstigen Ketten in dieser Richtung. Und ihr wisst alle, dass Photoshop extrem schön macht. Und dickere Lippen oder dünnere Lippen oder Augenbrauen in einer anderen Farbe fallen bisher noch nicht auf. Genau, also wenn ihr nicht erkannt werden wollt, normalerweise ist es halt nicht gestattet, Digitalbilder abzugeben, aber auf die Idee, dass man Digitalbilder inzwischen ja auch hochqualitativ ausdrucken kann, sind sie scheinbar nicht gekommen. Das heißt, einfach den Augenabstand minimal variieren und ich kann euch garantieren, dass ihr nicht mehr erkannt werden wollt, wenn ihr das wollt. Auch die Biometrie. Okay, auch die Biometrie hat natürlich so ihre Tücken. Dabei ist als erstes mal anzumerken, dass die Merkmale selber nicht konstant und die Aufnahmebedingungen niemals wirklich identisch sind. Das heißt, die Merkmale verändern sich halt über die Zeit, wie vorhin Bart ab, anderes Merkmal. Und auch die Sensoren sind mal dreckiger, mal weniger dreckig. Das heißt, es gibt immer nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung. Also man kann niemals mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dieses biometrische Merkmal gehört jetzt dieser Person. Weiterhin sind halt manchmal Merkmale nicht verfügbar oder fassbar. Das heißt, sei es aus körperlichen Gründen, weil irgendwie Hand abgesägt oder kulturellen Einschränkungen, wie ich gleich noch zeigen werde. Das heißt, es ist immer mit irgendwelchen Ausweichmerkmalen bzw. separaten Prüfungen, es muss die Möglichkeit geben, sowas zu tun. Und damit kann man halt die gesamte zusätzliche Sicherheit in dem Pass ad absurdum führen, was ich gleich noch näher ausführen werde. Prinzipiell haben sowohl die Gesichtserkennung als auch die Fingerabdruckerkennung eigene Probleme. Und zwar die Gesichtserkennung ist halt sehr stark abhängig von Umwelteinflüssen und es wird halt eine hohe Anforderung an das Passbild gestellt, die Folge daraus, weswegen halt diese Passbilder, also die Mustertafeln halt sehr rigide sind. In den ersten paar Wochen nach dem 1. November sind wohl ca. 80% der Fotos auf den Meldeämtern einfach nicht angenommen worden,
weil sie halt den hohen Anforderungen nicht entsprochen haben. Derzeit liegen sie bei unglaublichen 50%. Also man muss man sich einfach mal vorstellen, jeder Zweite, der dort mit seinem Foto hingeht, wird irgendwie zurückgeschickt und darf irgendwie nochmal 12 Euro für so ein Foto ausgeben. Das mag ja alles noch nicht so ganz problematisch sein, weil irgendwann können auch die Fotolabore das ordentlich machen. Aber ein Fotomeister aus Hamburg hat in einer Zeitung geschrieben, also in einem Interview gesagt, dass er damit rechnet, dass ca. 10% halt einfach von der Gesichtsform halt nicht geeignet sind für diese, also um in, durch die Mustertafel zu kommen. Die haben halt zu breite Gesichter, zu lange Gesichter und sind halt generell ungeeignet. 10%. Probleme mit der Fingerabdruckerkennung sind so einmal die hygienischen Vorbehalte. Das heißt, es haben halt einfach Leute Probleme damit, Sensoren anzufassen, die halt vorher schon mal von jemand anders angefasst worden sind. Also kann ich durchaus auch nachvollziehen. Deswegen halt immer schön vorher sauber machen und nachher natürlich auch sauber machen, um euren Abdruck nicht zu hinterlassen. Man hat natürlich das ganz große Akzeptanzproblem, dass halt die Abnahme von Fingerabdrücken eigentlich derzeit noch Kriminellen vorbehalten ist, beziehungsweise mit Kriminellen vonstatten geht. Das heißt, was halt dort in den Einwohnermeldeämtern ab 2007 passieren wird, ist also ganz klar eine erkennungsdienstliche Behandlung, so wie es halt jetzt nur wirklich mit Verbrechern passiert. Man hat ein relativ großes Problemfeld, was Senioren oder Arbeiter betrifft, wo halt einfach die Fingerabdrücke nicht mehr so optimal ausgelesen werden können. Und auch hier eine FT, also eine Failure to Enroll von ca. 2%. Also 2% der Fingerabdrücke sind halt einfach ungeeignet, um mit derzeitigen Algorithmen und Systemen aufgenommen zu werden. Also die ganzen Prozentzahlen, die hier jetzt gekommen sind, muss man sich einfach immer im Hinterkopf behalten. 450 Millionen Europäer, da sind 10% halt einfach eine riesengroße Zahl. Natürlich kann man diese ganzen Systeme auch noch relativ einfach überwinden. Und dafür gibt es morgen um 21 Uhr einen Workshop unten in der Workshop-Area. Und also ich habe halt so ein paar Gesichtserkennungs-, Fingerabdruckerkennungs- und Iriserkennungssysteme und wir wollen uns einfach mal in einer kleinen gemütlichen Runde zusammensetzen und mal gucken, was man mit diesen Systemen so alles anstellen kann, beziehungsweise wie man sie überwinden kann. Wenn man sie nicht überwinden will, kann man halt entweder versuchen, als eine andere Person durchzukommen oder versuchen zu verhindern, dass man selbst erkannt wird. Und da sind halt so alle Sachen, die in der Mustertafel beschrieben sind, halt relativ gut. Das heißt, man kann schön grinsend durch die Gegend laufen. Schielen ist sehr beliebt, weil halt einfach die Grundvoraussetzung für Gesichtserkennung der Augenabstand ist, beziehungsweise der Pupillenabstand. Das heißt, wenn man schielt, dann kommt dieses gesamte System total durcheinander. Falsche Bärte sind sehr beliebt oder auch einfach Sonnenbrillen so als einfachstes. Oder halt, wie halt die gute Frau, Verstecken des Gesichts, also einmal komplett verstecken hinter Haaren oder in dem Fall hinter einer Burka. Das Gleiche kann man natürlich auch mit Fingerabdrücken machen. Da sind die eher unpraktikablen Sachen so die letzten drei, weil die halt irgendwie einfach mal echt scheiße wehtun. Aber es gibt wirklich Fälle, wo das halt getan wird, um zu verhindern, dass man Fingerabdrücke nimmt und halt nicht nur vereinzelt, sondern halt richtig viele. Es tut weh, glaub mir. Harte Arbeit ist halt so eine relativ gute Möglichkeit. Also irgendjemand, der mit Holz viel zu tun hat, so Schreiner sind halt da sehr unbeliebt wahrscheinlich an Grenzkontrollen ab 2007, weil halt einfach mal durch die starke Benutzung der Finger das Probleme mit der nicht genügend große Fingerrillen mehr vorhanden sind. Einfache Möglichkeit ist einfach mal Sekundenkleber auf den Finger zu packen. Vorsicht, ist heiß und klebt, ist ja Kleber. Aber wie man hier unten an dem Ergebnis sieht, die Erkennungsleistung dürfte hier relativ gering sein. Weiterhin kann man auch noch die Templates selber manipulieren. Man kann sie entweder löschen oder unterdrücken, also die Kommunikation natürlich auch, Sachen hinzufügen oder einfach Daten verändern, das heißt biometrische Merkmale und Namen zum Beispiel austauschen und dann kann eventuell halt sowas passieren.
Der gute Mann hier in der Mitte ist unser ehemaliger Bundesinnenminister. Und hier oben wird halt gesagt, also er wird halt hier mit Herrn Bin Laden verwechselt und abgeführt. Okay, dann jetzt noch schnell was zu den Kosten. Derzeit kostet der Pass 59 Euro beziehungsweise 37 für den 5-Jahres-Pass oder 91 für den Expresspass. Das ist einfach mal doppelt so viel, wie der alte Pass war. Und man kann davon ausgehen, dass in absehbarer Zeit, also ich tippe mal auch so auf 2007, die Lebensdauer der Pässe einfach nochmal halbiert werden wird. Also weil einfach 5 Jahre wirklich die Obergrenze für die Haltbarkeit von den Chips und sowas sein wird. Das heißt, dann hat man dann eine Vervielfachung des Preises und ist auch ungefähr in dem Bereich, was halt ehemals angedacht war, so von 120, 130 Euro, wo die Bundesregierung aber damals geschrien hat, ah nein, es wird auf gar keinen Fall so teuer werden. Aber es wird so teuer werden, aber halt die Salamitaktik, die die Bundesregierung anwendet, funktioniert ja leider relativ gut. Also mit den 59 Euro sind auf gar keinen Fall die Kosten der Systeme gedeckt. Man hat 6.500 Meldestellen, 400 Grenzkontrollpunkte, die mit Systemen, also mit mehrfachen Systemen ausgestattet werden müssen. Wenn es in den Personalausweis eingeführt wird, muss natürlich auch die Polizeireviere solche Systeme haben. Da ist halt einmal die ganze Hardware und Wartung zu betrachten, Software, Konfiguration, Updates, das sind einfach so Kosten, Umbau, Personal, Schulung, die halt ganz schnell in die mehreren 100 Millionen gehen werden. Die einzig wirklichen verlässlichen Zahlen derzeit aus Deutschland sind von einem TAP-Bericht. Der ist inzwischen auch schon wieder sehr alt und beschreibt eigentlich auch nicht das Szenario, was halt jetzt kommen wird. Aber sie rechnen halt so mit einmaligen Kosten von 669 Millionen bzw. laufende Kosten von 610 Millionen. Ich denke mal, es ist ein relativ guter Anhaltspunkt, wobei ich eher denke, dass es halt noch ein bisschen mehr werden. Das sind Kosten pro Jahr, ja. Genau. Das ist nur eine Abschätzung von dem für Deutschland gewesen. Zum Fazit noch schnell. Der alte Reisepass ist weiterhin gültig. Also es gibt viele Leute, die halt einfach immer wieder fragen, muss ich mir jetzt einen neuen Reisepass holen, nur weil ich in die USA fahren will? Das ist nicht der Fall. Solange ihr einen Pass habt, der halt ausgestellt wurde in den letzten 10 Jahren, der halt noch gültig ist, könnt ihr damit weiterhin überall hinreisen. Weiterhin, wie schon angesprochen, ist eigentlich die Einführung des Passes eine versteckte, flächendeckende Ideebehandlung der Gesamtbevölkerung. Und da die Tests, die halt bis jetzt durchgeführt wurden in Deutschland, halt auf gar keiner statistischen Grundlage beruhen, ist eigentlich jetzt die Einführung der Tests. Also was jetzt mit uns hier passiert, ist eigentlich ein Feldtest mit einer unausgereiften Technik. Es sind sehr hohe Kosten, wie eben schon angesprochen, für einen wirklich minimalen Sicherheitsgewinn, weil halt der Pass, und jetzt festhalten, weiterhin gültig bleibt, auch wenn der Chip kaputt ist. Das heißt, alle tollen Sicherheitsfeatures sind hinfällig, wenn man aus Versehen den Pass kaputt macht. Und Terroristen werden natürlich so klug sein, das nicht zu tun. Und außerdem Terroristen, also biometrische Merkmale werden auch garantiert Terroristen identifizieren. Das sehe ich nicht so, weil wer schon mal an der Grenze war und wo Unregelmäßigkeiten am Pass festgestellt wurden, der weiß, wie sehr unangenehm das werden kann. Ja, also aber wenn ich so einen tollen Pass hätte, ich kann ich dich kurz abwürgen, weil es ist wenig Zeit noch. Aber ganz kurz, es wird einfach in Zukunft zu Hunderten, zu Tausenden passieren, dass halt Leute an Grenzen mit kaputten Pass bzw. nicht funktionierenden Pass oder nicht identifizierbaren Merkmalen auftreten werden und die Grenzbeamten werden sich einfach mal nicht mal die Mühe machen können, jeden Einzelnen zu kontrollieren. Also das mag jetzt noch stimmen, aber in Zukunft wird es garantiert anders sein. Genau. Deswegen, der E-Pass bietet keinen Schutz vor Terroristen. Noch ganz kurz, die Schreckensvisionen sind sowas wie zentrale bzw. vernetzte Datenbanken. Einführung in Personalausweise ist für mich auch eine Schreckensvision, weil halt einfach jeder Bürger dann gezwungen ist, einen Biometriepass also, bzw. seine biometrischen Daten abzugeben. Die Verwendung der Daten für Fahndungszwecke ist zwar vom Gesetz her nicht vorgesehen, aber Gesetze ändern sich. Ein ganz großes Problem ist, wenn sensitive Daten bzw. kryptografische Schlüssel liegen. Also Sie haben zwar schon dieses abgestufte PKI-System, aber wenn dieser unwahrscheinliche Fall mal eintreten würde, dass der
Country Signing CA Key leaken würde, dann ist hier einfach mal die Kacke so dermaßen am Dampfen, dann kann man einfach mal alle Pässe wegwerfen. Was halt auch noch nicht untersucht wurde, sind Fehler im Betriebssystem. Das heißt, da gibt es vielleicht auch noch so ein paar Angriffspunkte. Und ja, auch die Überwachungspotenzial wird sich weiterentwickeln. Das heißt, dann irgendwann mal funktionierende Gesichtserkennung. Damit bin ich fertig und würde einfach in den nächsten 5 Minuten noch Fragen beantworten und nochmal einen kurzen Test mit der Software machen wollen. Danke. Ja, stell einfach mal eure Fragen, wer will. Könnt ihr mal hier vorne ein Mikrofon hinbringen, bitte? Meld dich nochmal. Und bitte nochmal den Beamer umschalten. Genau. Ja. Wie sieht eigentlich das Prozedere aus oder soll das Prozedere aussehen, wenn so ein Schlüssel von, nicht der Country-Schlüssel, sondern von so einer Signing Authority, die den Pass tatsächlich ausgibt, mal gebrochen wird? Also der bleibt ja 3 Monate gültig, aber was passiert mit den Pässen? Wird da eine Rückrufaktion gestartet oder... Sie sind halt in dem Fall zwar weiterhin gültig, aber halt nicht verifizierbar, also nicht validierbar. Also es passiert einfach gar nichts. Es passiert einfach gar nichts. Also genau deswegen haben Sie ja diese 3-Monate-Frist eingeführt. So, was ich jetzt hier nochmal zeigen werde, also das hier ist das Golden Reader Tool. Das ist das offizielle Tool von der Bundesdruckerei, was halt dann an den Grenzen zum Einsatz kommt. Und habe hier mal einen RFID-Chip mit dem zusätzlichen, also mit den ganzen Daten, die gespeichert sind, und werde jetzt einfach mal versuchen, den auszulesen. Quatsch. Da. Interessanterweise ist hierbei, achtet einfach mal auf die Zeit, die gebraucht wird, um die Daten zu überspielen. Los. Aber von der Zeit her war es schon ungefähr die Zeit, die halt auch normalerweise gebraucht werden würde. Warum das jetzt nicht funktioniert? Moment. Ist auch noch. Ah, okay. Also das hat schon mal funktioniert. Nochmal kurz hier die Zeit zu nehmen, wie lange es dauert. Also es sind halt schon so 5 bis 10 Sekunden auf jeden Fall ohne Verschlüsselung. Hier jetzt nochmal mit Verschlüsselung. Und also man muss dazu sagen, dass halt andere Lesegeräte nachher auch noch ein bisschen optimiert sind. Das heißt, das Ganze wird halt ein bisschen schneller gehen, aber so mit ein paar Sekunden muss man auf jeden Fall rechnen. Und jetzt ganz zum Abschluss würde ich einfach nochmal versuchen, diesen Pass auszulesen. Mal gucken, ob es geht. Das ist halt jetzt wirklich Premiere. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Die kann ich auch nebenbei noch beantworten. Eine Frage noch. Mhm. Gibt es an die Rechner, die dann in den Behörden benutzt werden, um diese Daten auszulesen, irgendwelche Anforderungen, damit nicht vielleicht jemand die manipuliert und da schöne
Protokolle mit Unmengen an Daten erzeugt? Gute Frage. Was ich vergessen habe, vorher noch zu erwähnen, bei den Kosten, das ist ein großer Bestandteil der Kosten, wird auf jeden Fall die SINA-Box sein. Das heißt, in jedem Meldeamt wird halt diese tolle von Secunet hergestellte Verschlüsselungsbox, also halt irgendwie die sichere Kommunikation zu der Bundesdruckerei gewährleistet. Die wird halt dort stehen und die sind halt irgendwie auch nicht wirklich billig. Normalerweise, also sonst wären halt weiterhin Windows-PCs wahrscheinlich eingesetzt. Das heißt, irgendwie wie sicher die sind, kann man sich halt selber ausdenken. Also sie sollten natürlich nicht am Netz sein, aber man weiß ja nicht. Wie bitte? Wegen diesem Tool, weil das sonst nicht funktioniert. Also normalerweise braucht man sie nicht, aber ich habe auch leider den OCR-Leser nicht mehr an den Start gebracht. Er hätte irgendwie eine PS2-Schnittstelle gebraucht und die gibt es ja leider nicht mehr. Mal gucken. Scheint ein anderes Problem zu sein. Der scheint gar nicht den Pass lesen zu können. Jetzt ist er auch noch abgestürzt. Tja, ist Live-Vorführung. Tut mir leid, hat nicht funktioniert. Ich versuche es auf jeden Fall nochmal. Und geht draußen hin, wenn ihr Pässe habt und haltet sie nicht vor dieses Gerät und irgendwie Mikrowelle, ihr wisst schon. Viel Spaß noch.